kreieren. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Marc-André Ter Stegen im Tor. Gerard Piqué spielt neben Longley in der Abwehr. Arthur steht zusammen mit Sergio Busquets im Zentrum. Und der einzige Mann im Sturm heißt heute Luis Suarez. Und jetzt Suarez. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gut gemacht, gutes Tackling. Ballverlust Barcelona. Guter Pass jetzt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ball kommt. Gut aufgepasst von Piqué. Roberto Firmino. Mohamed Salah. Und jetzt Busquets. Arthur. Nelson Semedo. Barcelona verliert den Ball. Mané. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Flanke für Salah. Ter Stegen mit der Parade. Immer noch gefährlich. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Und die Flanke. Ter Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. Super Aktion. Da. Chance zur Führung. An den Pfosten. Wenn der reingeht, wenn der nicht am Alu landet, dann gehen sie in Führung. Dann haben sie alles im Griff. So ist weiter alles offen. Frenkie de Jong. Mohamed Salah. Naby Keita. Roberto Firmino. Und da ist der Ball wieder weg. Sauber vom Ball getrennt hier. Schöner Pass. Firmino. Blockt den Schuss erstmal ab. Gut aufgepasst von Piqué. Arthur. Suarez. Griezmann am Ball. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Gute Flanke. Roberto Firmino. Roberto Firmino trifft. Das ist eine seiner ganz großen Stärken. Hat die Übersicht und hat diese technische Brillanz. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Barcelona hat, was die Taktik angeht, natürlich in den letzten 10, 15 Jahren Bahnbrechendes geleistet. Absolut. Speziell die Ära unter Pep Guardiola von 2008 bis 2012. Die ist natürlich unvergessen. Titel ohne Ende. Fußball vom anderen Stern. Das war überragend. Und Firmino. Liverpooler Platz. Das war eng, aber er hat ihn. Firmino jetzt, Riesenchance. Dieses Tor ist natürlich das Ergebnis ihres frühen Störens. Absolut richtig erkannt, Wolf. Sofort der Druck, sofort das Draufgehen. Und dann passieren halt diese Fehler bei diesem extremen Pressing. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Ja, das sieht gut aus. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Vorteil für Barca. Abgefangen von Van Dijk. Und Barcelona bekommt hier den Freistoß. Nun Busquets. Frenkie de Jong. Und nun Busquets. Barca jetzt in der Offensive. Sehr gute Zweikampfführung von Joel Matip. Liverpool tut sich in diesem Spiel schwer, was die Ballbesitzquote angeht. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt.
Ballbesitz ist nicht alles. Tore sind wichtiger. Wijnaldum. Naby Keita. Ballverlust. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Naby Keita. Naby Keita. Die Riesenchance. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Klarer Fall. Ball ist im Aus. Gibt Abstoß. Messi heute ungewohnt schwach, kommt ganz selten vor beim Argentinier. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Longley. Frenkie de Jong. Griezmann. Jetzt Busquets. Jetzt der Angriff von Barca. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Pass von Salah, aber abgefangen. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Das war's für den ersten Durchgang. Jetzt erstmal Pause. Es kann losgehen. Steigen wir ein in Durchgang 2 hier in Anfield. Busquets jetzt. Jetzt ist die Kugel weg. Jorginho Wijnaldum. Roberto Firmino. Jetzt wird's gefährlich. Roberto Firmino. Da haben sie Glück. Sie hätten fast noch ein Tor kassiert. Was denkt sich der Torhüter dabei? Er läuft einfach mit dem Ball aus dem Strafraum. Das frühe Stören jetzt. Super dazwischen gegangen. So langsam wird es gefährlich. Busquets jetzt. Was geht jetzt über Messi? Ja, mit viel Übersicht. Macht er gut. Spielt er den Ball in den Strafraum. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Jetzt vielleicht die Flanke. Mané, die Chance. Und hier hätte er noch ein Tor drauflegen können. Ob er das Spiel schon abgehakt hat, viel zu unkonzentriert. Das kann nach hinten losgehen. Messi bekommt den Ball auf außen. Der Vorstoß von Messi. Nicht so gut von Messi, kommt dann nicht vorbei und der Ball ist raus. Einwurf Liverpool. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Liverpool hat Platz. Er lässt den Gegner stehen. Jetzt vielleicht die Flanke. Salah, die Chance jetzt. Salah trifft. Das sind diese Spielsituationen, in denen er auftrumpfen kann. In denen er der Abwehr keine Chance gibt. Der Keeper hat ihn fast, aber der hat ihn verfasst. Und er ärgert sich. Um ein Haar hätte er den gehalten. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Nelson Semedo.
Messi. Arthur. Longley. Und nun Messi. Leo Messi macht Druck. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gute Aktion, gut geklärt. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Liverpooler Platz. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da sieht er unglücklich aus, das ist ein Eigentor. Da siehst du natürlich immer unglücklich aus bei so einem Eigentor. Das war wirklich unglücklich, dass der Ball da ins eigene Tor geht.